Martin Kobylanski, am Samstag steht in der Lautzer Rundschau, Kobylanski schießt Cottbus ab. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, einerseits schön, andererseits, ja, ich weiß nicht, auch so ein komisches Gefühl, weil ich da, ich glaube, 13 oder 14 Jahre verbracht habe, aber ja, es ist ein geiles Gefühl, gerade gegen den Ex-Verein 2 Tore zu machen und 1 vorzulegen. Ja, die kann das noch nicht so richtig alles realisieren, weil ja, es wurde auch die Woche mehr geschrieben als sonst, weil es doch mein Ex-Verein ist und dann so ein Spiel ja, zu spielen oder abzuliefern, ist schon ein geiles Gefühl. Es war nicht mal ganz klar, ob Sie in der Startelf stehen, dann geht es gleich richtig gut los. Erste Ballberührung 1-0, dann 9. Minute 2-0. Das lief wie geflutscht für Sie, oder? Ja, vielleicht wusstet ihr nicht, dass ich in der Startelf stehe, aber der Trainer hat mit mir Anfang der Woche schon geredet und vielleicht nicht direkt, dass ich spiele, aber es sollte natürlich weitgehend ja, geheim bleiben, aber der Trainer hatte schon eine taktische Vorgabe oder eine Richtung schon relativ früh vorgegeben, von daher konnte man sich auch persönlich auf das Spiel einstellen. Ich denke, Cottbus ist jetzt Konkurrent in der dritten Liga. Gucken Sie trotzdem auch noch ein bisschen mit einem Auge hin in die Lausitz, wie es dort läuft? Ja, natürlich. Also die 13 Jahre sind jetzt nicht einfach so vorbeigegangen, sondern mich hat sehr gefreut, dass sie den Aufstieg in die dritte Liga geschafft haben. Und ich glaube, natürlich braucht das alles so ein bisschen seine Zeit. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass, ja, dass Cottbus wieder ja, eine Nummer wird, ob es in der dritten Liga ist oder in der zweiten. Wie gesagt, in erster Linie gucke ich erstmal auf Preußen, aber so mit einem kleinen Schielen gucke ich dann schon auf Energie noch. Sie sind damals unter Klaus-Dieter Wollitz zum ersten Zweitliga-Einsatz gekommen. Der hat Sie zu den Männern hochgeholt. Zuletzt hat er gesagt, so irgendwie Kobylanski, den hätte ich gerne länger begleitet. Er ist ja damals dann gegangen. Wird es vielleicht nochmal Wiedersehen geben, dass Sie eines Tages auch nochmal in Cottbus auflaufen unter Wollitz? Ja, das sind jetzt sehr gewagte Worte. Wie gesagt, ich hätte auch gerne länger unter dem Trainer gespielt. So ist halt Fußball. Also am schnellsten, wenn es nicht läuft, ist es den Trainer rauszuwerfen. Du kannst jetzt nicht 20 Spieler rauswerfen. Von daher war es schade, dass er gegangen ist, weil er für mich schon ja, ein Stück weit in der Zeit so ein Mentor war oder mich halt Step by Step in den Profibereich versucht hat reinzubringen. Und ja, ich habe den schon sehr, 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 sehr viel zu verdanken, weil ich die ersten Profispiele natürlich ja, unter ihm machen durfte. Vielen Dank.